Hallo und herzlich willkommen zurück bei. Hallo? Was ist das jetzt? Geht nicht? Bei Miss Survival. Also, ich habe mich entschieden, wir fahren jetzt nach Hause und ich möchte gerne wissen, ob wir von hier aus auch nach Hause kommen. Denn es ist spät, es wird dunkel und ich möchte hier nachts nicht draußen rumlaufen. Es gibt hier noch mehr Häuser. Das ist mir bewusst. Ah, das ist mir bewusst. Aber ich möchte hier nicht so gerne bleiben. Und. Ich möchte nicht in der Dunkelheit hier bleiben. Guck mal. Weißt du, was das ist? Das ist ein Bauernhof da unten. Dieses große Feld. Die Frage ist, komme ich unbeschädigt hier runter? Das heißt, um den Rest hier zu looten. Ey, dann müssen wir ja gar nicht an den Banditen vorbei. Außer da kommen auch irgendwelche. Ja, an der Straße sind ja noch welche. Aber die kommen ja nicht einfach zu uns. Guck mal hier. Kippt mein Wagen. Lass das. Oh. Hier ist ein Bauernhof. Guck nochmal durch den Bauernhof. Du musst ein bisschen lauter sprechen, sonst höre ich dich nicht und die Leute dich nicht. Ich dachte gerade, ich hätte da was gesehen. Also, wenn ich jetzt gut bin und wenn ich richtig, da ist da das Wasser. Das heißt, wenn wir hier hochfahren, kommt hier Straße. Hast du Licht Licht. an? Also ich bleib, ja. Oh, ich bin richtig. Ja, guck mal hier. Also das heißt, wir müssen nur bis hierhin fahren. Hier waren wir ja schon mal, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee, aber guck mal, doch, wir waren irgendwann schon mal an diesem Bauernhof-Gedöns. Und da hinten muss irgendwo die allererste Ach, an dem Mini-Holz. Wohnwagen sind wir da schon vorbei. Ja, in der, guck mal, dann merkt ihr das mal, dieses Gebäude da, und wir fahren jetzt nach Hause. Und dann müssen wir nochmal dahin. Und dann laufen wir halt einfach also bei Tagesanbruch, laufen wir dann einfach da hoch zu Fuß. Ja, vom Bauernhof aus. Guck mal, da Ist sind das wir. das Motel? Ja. Also am Motel vorbei. Ja, und dann ein Haus und dann geht das da irgendwo die Dann Straße hinter runter. dem Wohnwagen kommt links ein Haus und da dann. Schräg gegenüber rein. Genau. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass wir nach Hause kommen. Ohne von irgendwelchen Banditen zerfleddert zu werden. Okay, ja gut. Das heißt, wir kommen da oben hin. Und müssen dann ja gar nicht an der Autobarriere vorbei. Dann werde ich nicht schon wieder angeschossen. Das heißt, man kann die umgehen. Zwo da ist das Banditenhaus, glaube ich. Da waren die mal ganz zu Anfang. Das ist aber auch komisch. Mal sind die da, mal sind die nicht da, weißt du? Aber ich hoffe nicht, dass sie mal auf der Straße oder so hier so rumrennen oder so. Okay, aber das heißt, wir kommen ja nach Hause. Wie spät ist denn das da jetzt? Kann ich im Auto, glaube ich, nicht sehen. Nee. Wo ist denn das Auto? Bin ich zu weit gefahren? Ja, bin ich. Aber wenn ich hier runterfahre, müsste ich ja auch nach Hause kommen. Im Dunkeln ist es scheiße. Wenn ich jetzt hier lang fahre. Genau. Hier lang. Müsste da in die Richtung noch ein bisschen nach rechts unser Haus sein. Da. Na gut, ich habe das Licht angemacht im Haus. Das ist mega zum Kotzen. Oh, wir sind zu Hause, oh Gott.
Oh. Boah, ich kann es nicht glauben, ey. So ein Glück gehabt. Okay, das heißt, wir wissen, wie wir da wieder hochkommen. Und es muss ja irgendwo da eine Mine sein. Ne? Jetzt geht das Gesuche wieder los nach meinem Holz. Gefunden. Welcher Schrank war das jetzt? Der in der Mitte, ne? Hatte ich nicht Matches gefunden? Hast du die vielleicht noch im Auto? Nee, ich habe alles aus dem Auto rausgenommen. Nee, du hast die Matches gelöscht, weil du gesagt hast, du kannst selber Matches machen. Ach ja, stimmt. Und dann nehmen wir die. Wofür brauche ich nochmal Holzkohle? Weißt du nicht, ne? Nee, aber vielleicht zum Grillen oder irgendwie sowas. Für den Grill. Kann das sein? Achso, es ist 9 Uhr abends. Uns geht es soweit gut. Und ich würde gern... Und ich würde gerne, einen zweiten aufstellen. Aber das ist ja gut zu wissen, wenn man, also wenn man weiß, man kommt auch an den Typen vorbei, ne? Also an den blöden... Ja. Okay, das waren Nägel. Was war das noch? Wieder nicht aufgepasst. Lösche und Bretter. Bretter haben wir hier noch. Ich brauche gleich eine Säge. Seile. Hast du noch haben wir hier. Hast du noch mehr Seile und Bretter? Hm. 6 Bretter. Oh, und 3 Seile. Okay, ich könnte aber eigentlich gerne noch mal so einen Schrank haben. Ah, hier sind noch Seile. Und hier sind noch Bretter. Ja, gut, okay. Okay. Ach ja. Da war ja was. Nice. Ich sammle das erstmal. Aber das ist doch auch das, was du in den Generator packen konntest, ne? Ja. Vielleicht mache ich das mal. Machen wir halt noch jetzt den kleinen Restkram. Oh, das ist fast leer, ne? Also es lohnt sich, die kriegt man immer wieder neu. Naja gut, wenn man die immer wieder neu kriegt. Ich stelle die jetzt mal wieder da rein. Finde ich aber cool, dass man die dann ja praktisch gratis bekommt. Ne? Mhm. So, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, wenn man einen zweiten hinstellt. Keine Ahnung. Einen zweiten was? Einen zweiten Dings, einen Cooking Pot. Weiß ich nicht genau. So, wir brauchen diese ganzen Flaschen ja gar nicht, ne? Ich finde den Mülleimer cool. Ehrlich. So, den Rest können wir einsortieren. Ach, weißt du was? Ach.
Wir brauchen für so einen Bogen, für den großen Köcher, brauchen wir... Machen wir es mit dem zweiten Kühlschrank. Sechs dafür. Nee, weil es frisst ja alles Strom. Stimmt. Acht von den großen Lederteilen. Oh, den hätte ich ja gerne, ne? Was ist das? Acht Leder, ein großer Köcher für die Pfeile. Ach so. Ja, vielleicht machen wir doch acht. Hier wäre auch nochmal Leder, aber das verfällt leider. Ja, nun, nützt nichts. So. Das ist ein bisschen beengend hier. Ja, den kannst du heißen. Ja, das stimmt. Dann packen wir die Seile nochmal weg. Genau wie die Bären da. So, das kommt da rein. Ah, ich bin fast der Meinung, wir brauchen mehr Schränke. Ja, aber die Bären könntest du auch essen. Ja. Ja, aber eigentlich hätte ich die anderen Sachen zuerst futtern müssen. Gut, aber guck mal, das hat ordentlich was gebracht. Ach, das war ja auch nicht fertig da draußen. Ah! Das ist sehr gut. Also sobald wir einen Bären sehen, töten und Fett mitnehmen. Das Fleisch brauchen wir gar nicht, aber... Mhm. Das Fett. Gut. Fett und Leder, immer mitnehmen. So. Ich fühle mich sicherer, wenn ich jetzt einmal speichere. 66, okay. Gut. Mit Axt schlafen wir. Klar, ich schlafe immer mit meiner Axt. Machst du? Achso. Ah, hier ist auch noch Fett. Ich glaube, das hört man, wenn du da kaust. Ja. Das hört man, Tina. Aber lecker. So. So, dann schmeißen wir das da noch mit rein. Der ist voll. Ich weiß was. Das ist schon wieder so mega leer hier einfach nur. So, weg, weg, weg. Das Fleisch ist mir so egal. Ich schmeiß jetzt alles hier rein. Tschüss. Und ich werde mich nachher wieder ärgern. Achso. Vielleicht sollten wir uns mal die Zeit nehmen, einfach mal alles einmal durchsortieren. Ja, aber das würde ich dann gerne auch am Abend machen, wenn man dann schon zu Hause rumhängt und nichts zu tun hat, weißt du? Oder wenn man jetzt ein Nebelproblem hat. Ja. Sonst eher nicht so gern. Ich meine ja auch nicht jetzt, aber... So ja, weil mal. Jetzt würde ich gerne nochmal essen. Ganzer Schrank voller Zucker, ne? Hier, die hält auch nicht mehr so ewig. Habe ich hier noch. Wie spät? 8 Uhr. Speichern. Kurz gucken.
91. Hä, was hat er hier für ein Problem? Ach, ich habe den verkehrt rum. Na, egal. Soll er dann verkehrt rum dran rumhängen. Willst du es an der Seite noch schnell fertig machen? Nein, dann verlieren wir Zeit. Also im Dunkeln, ne? Ich sag dir, im Dunkeln ist das hier eine ekelhafte Katastrophe. Du bist von der anderen Seite vorhin gekommen. Ja, ist egal. Ich komme hier trotzdem hoch zur Straße. Okay, wir fahren jetzt weiter. Ich hoffe, ich finde das wieder. Aber ich glaube, wir müssen ein ganzes Stück laufen, weil ich glaube nicht, dass wir mit dem Auto da hochkommen. Aber so langsam gewöhnt man sich. Was? Jetzt waren wieder die Blätter, die plötzlich kamen. Oh, ich hasse dich. Ja, das kann ich doch nichts dafür. Oh, mein Herz, ey. Das sah echt so aus, als würden da welche laufen. Hier ist das Motel. Hm, dann kommt noch ein Haus. Und dann kommt gleich rechts erstmal der Wohnwagen, glaube ich. Da müsste das ungefähr machen. Nee, erstes Haus. Oh, der Motor ist bald kaputt. Munition. Wunderbar. Ach, Motor wäre besser, sorry, aber ey, ich brauche jetzt einen Motor für unterwegs, weil meiner ist ja bald kaputt. Sehr schade. Ja, ich könnte gleich eigentlich nochmal die Grafik umstellen. Und zwar... So, da sind wir noch dran vorbeigefahren. Mhm. Und dann? Da. Da müsste die Sonne sein, ne? Ja, da ist nämlich Levelgrenze, ja. Wie Levelgrenze? Ja, Ende der Map. So. Oh. Okay. Shit. So, einmal hoch. Oh. Und das ist da oben irgendwo. Da. Da. Mhm. Dann würde ich da hinten auf jeden Fall schon mal mit dem Auto hinfahren. Ja. So weit ran wie möglich. Ja. Gut. Ja, bei Nebel möchte ich nicht hier draußen sein.
Ich bin so gespannt, ne? So. Oh. Ja, ich bin hier nicht im Für deinen Weg. Drifting-Kurs. Sieht so aus, ne? Tatsache. Soll ich dem Weg ein bisschen folgen? Ja, würde ich schon machen. Mein Motor ist kaputt. Okay. Ich habe immer so Angst, dass ich irgendwo durch die Map falle. Was passiert da? Geil. Mein Rucksack. Rucksack. Was ist eigentlich, wenn du noch Rucksäcke findest, wenn die Felder da alle schon frei Das sind? Kriegst du weiß dann noch ich mehr nicht. dazu? Nee. Geil, was ist das denn? Hä? Warum liegen. War ich hier schon mal? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich muss jetzt einmal gucken. Kannst du dich dran erinnern? Doch, ich glaube, hier waren wir. Doch, hier waren wir schon mal. Hier haben wir, glaube ich, eine Knarre gefunden. Munition. Wie man sich überfreut, ne, über die Munition. Ja. War das da oben? Scheiße, ich weiß es nicht. Waren da hinten gerade noch mal Zelte? Da irgendwas habe ich in der Ferne gesehen. Aber man kann ja auch leider keine Map öffnen. Solltest du denn nicht so schnell laufen? Nicht, dass gleich plötzlich, wenn du da die Steigung hochgehst und nicht weit sehen kannst, ein Bär vor dir steht oder so. Hast du einen Wohnwagen? Das ist aber doch nicht der an der Straße gewesen, oder? Doch, hier waren wir schon mal. Also. Arschloch. Du hast gleich einen Bären erlegt für Fett. Ja, aber ich traue mich jetzt nicht. Zu speichern, wenn ich ehrlich bin. Das Einzige, was dir jetzt verloren gehen würde, wäre der Bär. Oder mein Auto. Stimmt. Ich nehme das Fett mit. Ich muss halt einen Motor finden. Nebel kommt. Ich meine, gut, wir wissen ja, wo das Auto ist, ne? Ich weiß auch, wie wir von hier so ungefähr. Da unten ist das Haus am See. Und da hinten musst du Und dann da rüber. hinten wohnen wir. Ja.
Das heißt, da oben müsste die Mine sein. Ja, das soll sie nicht tun. Ich muss jetzt einmal in Erfahrung bringen. Wir konnten ja direkt auf die, wie heißt es? Auf die, Felder schauen. Ja. Und da geht's nämlich runter, der Weg zu den, zu uns nach Hause. So. Da hinten ist dieser Turm. Das ist auch die Nähe unseres Autos. Da sind wir in der Nähe des Autos. Da sind die Felder. Oh, ich muss jetzt mal eine Weile langsam gehen. Da sind die Felder. Dann ist es da drüben hoch. 14 Uhr schon. Oh. Ich werde jetzt mit Absicht nicht speichern. Das mache ich nicht. Du hast zum letzten Mal gespeichert, als du noch das Auto hattest, ne? Richtig. Deswegen werde ich jetzt mit Absicht nicht speichern. Das mache ich nicht. Aber jetzt geht dir ja nur der Bär verloren und nicht das Auto. Richtig. Ja, der Bär, Bären findest du da sicher immer wieder. Richtig. Das Auto neu vielleicht. Bin nervös. Mhm. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt echt scheiße sein und sagen, ey, komm, ich lade neu. Warum? Ja, also wenn ich jetzt sterbe, lade ich neu. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht speichere. Da oben. Wir sind komplett verkehrt gelaufen. Du hast dir wehgetan, ne? Ja. Ich dachte gerade kurz, hatte ich was angegriffen. Nee. Das ist unser Auto, ne? Ja. Ich habe schon wieder die Arkmacke. Ich muss einen Motor finden. So. Ich würde hier. Ah! Ich will hier hoch. Hä? Da war das Netz hinten, würde ich gerade sagen, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Da bist du schon wieder an der Straße oder? Ja. Kann ja nicht so schwer sein hier. Aber da müssten dann Zombies eigentlich dran sein. Warte. Ich muss jetzt erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, einen Motor finden. Mhm. Ah! Gut, okay. Ich weiß, wo wir sind. Ja, ich auch. In dieser Straße da. Ja. Wo... Ja. Ja, ich nehme übrigens schon 30 Minuten auf. Oh. Gut, liebe Freunde. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und drückt mir mal die Daumen, dass wir in der nächsten Folge einen scheiß Motor finden, ey. Guti. Dann tschüss.